So, Steak 13 und 14. Das ist teurer als Steak, Alter. 16, 17 Dollar meine ich. So. Also auf jeden Fall preissteigende Sachen drin. Auf jeden Fall, ja. Junge, Junge, Junge. So. Jetzt habe ich mal so viel Platz hier noch über. So. Ich bin gerade überlegen, sollen wir noch eine Lizenz? Was kostet denn die nächste Lizenz mit Mozzarella und so weiter? Da ist auch relativ viel Quoten, ne? 750. Ich würde mal sagen. Ach komm, wenn wir uns. Zack, zack. So, dann haben wir hier Mozzarella zweimal, Parmesan zweimal, Honig zweimal, den zweimal, den zweimal. Ach, war nicht gut Geld. Jo, was für ein Glück, dass es Kredite gibt, ne? Oh, zack. Was hatte ich jetzt gesagt? So, bestellen. Ihre Eier war das letzte, also der. Dann nehmen wir noch den Zucker damit, ne? Ja. Dann haben wir da auch erstmal die neue Palette. Dann war direkt. Das ist ein bisschen Kühlung, oder? Jo, hat das eindeutig genommen. Und Fisch. So. Parmesan. Zum Mozzarella würde ich sagen. Ja. Ja, würde ich gerne hier rein tun, ne? Uff, das passt aber auch nicht so gut. Ich bräuchte noch ein Kühlregal. Kühlregal, zack. Zack. Sieht zwar vielleicht jetzt ein bisschen, was sieht dann ganz schön kacke aus. Machen wir es mal so. Sagen wir nicht den Muttermann haben. So. Dann tun wir hier Eier rein. Auch, ne, ich bist noch mehr. Jetzt haben wir noch so hier Sugar. Ja, beim Sugar war ich auch ganz cool, ne? Jetzt schon wieder Salz umrein. Ich muss mal jetzt Platz für den Sugar finden, ne? 12,80 nehmen wir mal dafür. Sugar. Das ist jetzt doof. Oh, jetzt habe ich noch zwei Plätze. Was sollte ich denn Honig doch, glaube ich, runterkriegen, oder? Oh, ist ein bisschen chaotisch gerade, aber gut, ist halt so. Ich habe sehr viel Produkteinführung gehabt jetzt. So, den machen wir dann 11. So.
Bei Preisgestaltung und so, ne? So, Parmesan. Schau mal, wie viel hat der denn hier? Der ist auch einer, okay. Dann würde ich gerne sagen, ja. Das auch nur eine, ne? So. So, dann werden wir jetzt noch mal zweimal Mozzarella, zweimal Parmesan, zweimal Eier. Ich hätte die auch zweimal noch, ne? Oder einmal zumindest. Ist den Thunfisch noch mal haben. So, also. Parmesan zweimal, Mozzarella zweimal, Eier zweimal, Steak einmal und ist das Kotelett da auch einmal. Und kaufen so. Niemals das kriegen die, ne? So, aber hey. Welchen brauchst du für den? Nö. Nö. Den hier. Mach ich gerade zwar dumm, aber okay. Nein, ich will den von da oben haben. Wenigstens da einmal richtig, ne? So, guck mal, zwei hier. So, aber man kann die Sachen nicht verderben. Bottle. Zack. Bin ich schon gespannt, was wir so an Gewinn jetzt machen. Eier, Eier, Eier. Die kommen von unten rein. Und hier mal ein bisschen Misch raus. Oh, das passt ja auch nicht mehr jetzt hier. Scheiße. Stimmt. Ich habe auch noch Eier drin. Kaufe ich einfach noch eine Kühleinheit. Sieht dort schöner aus. Ich kaufe noch eine Kühleinheit. Was kostet die Welt, ne? Zack. Dann kaufen wir noch eine Kühleinheit. So. Dann kommen halt hier die Eier rein. Auch wieder eine neue Größe, oder? Ist das nicht, das ist die Salzgröße? Okay. So. Muss das tatsächlich umgeräumt werden? Hätte ich eigentlich auch noch malen können. Ich wollte ja eh feste Plätze haben, ne? Dann würde ich sagen, da schon das Salz komplett um. Den Reis hier. Und den Salz drin, das Salz dahin. Ich wollte Basmati umräumen, ne? Basmati brauche ich den da. Lass mich raus! So, einfach dahin. So. Nämlich den hier.
jetzt hier das ganze Salz hier hin. Einmal schöne Ordnung hier. So. Den brauche ich ja nicht. So, Parmesan, Parmesan, Käse. So. Kann ich den dafür nehmen? Nee. Den will ich schon. So. Puderzucker war Puderzucker, ne? So muss das sein. Aber manche Packungsdesigns erinnern mich so hart an Packungen, die man halt im Laden sieht, ne? Deswegen glaube ich echt, dass es deutsch ist. Das Spiel ist einfach deutsch. Die Eier wollte ich eigentlich auch umgeräumt haben. Geht das? Jawohl. Nice. Oh, jetzt habe ich den da angeräumt. Wie so ein Dummkopf. So. Könnte ich hier nochmal mehr Milch und Käse haben, zum einen. Und hier nochmal mehr Eier. Bevor ich es vergesse, okay, ja, machen wir 2,40. Mozzarella machen wir 5,60. Und die Parmesan machen wir 5,90. So. Ich überlege, machen wir dann hier nochmal Platz, dann kann ich das eigentlich hier unten verteilen. Was auch nur zwei Dinge sind, das sind dann vier Abteile hier. Falsche Box, na gut. So, so Käse. So, dann brauche ich noch einmal Käse. So, viel Stuff jetzt. Eieiei. So, einmal Käse brauche ich. Die Eier. Zweimal Eier, die Sechse. Hm. Bin ich hier irgendwo? Ah, da. Zweimal die Eier. Ja. So, die Joghurts haben schon viel, das ist okay. Ich schicke die Milch einmal. Spaß. So, müsste ich noch den da oben? Noch da? Dann mache ich von denen jeweils noch eins. Zack, zack, so. Um. Geld ausgegeben heute. Heute richtig hart Geld ausgegeben. Ich müsste die auch jetzt auch nochmal auf Reserve kaufen, eigentlich. Eigentlich. So, habe ich jetzt alle Preise dran. Ne, Thunfisch noch nicht. Also mal gucken, welchen Thunfisch muss ich Thunfischbox noch finden. Ja. Ohne Thunfischbox geht das nicht. Bevor ich wieder vergesse, Preise dran zu machen, machen wir 8. So. Thunfischbox war das die. Ja. Obwohl, das ist eigentlich besser so. Ne? Machen wir den einfach dann. Die wenigstens da beieinander. So, zack. Kann ich hier voll ins Deck reingehen. So, wir machen schon mal auf. Der Honig ist jetzt ein bisschen desortiert, aber
Machen wir noch später. So. Sollten wir jetzt hiervon ja mehr als genug haben. Ja, haben so viel Geld ausgegeben jetzt. So, haben wir schon Rechnungen bezahlt, haben wir auch noch nicht gemacht, siehst du mal. Ich habe 2 Kredite aufgenommen. Und ja. Uff. Das hat mich alles gekostet, einfach alles. Ich hätte hier meine Milch umgeworfen. Mal gucken, was direkt genommen. Sehr schön. Aufschmeißt jetzt aber den Umsatz auch richtig reingeballert. Oder richtig reinschallert hier. So, ich hätte gern festen Platz für den Honig. Vielleicht hier statt den. Durch die hin ist die Frage. Da ist noch Platz. Das ist ne Papier, glaube ich. Ich habe noch keine Klopapier genommen. So. Nehmen wir den. Dann kommt der Honig fest hier. Guck mal, Leute haben schon Honig genommen. Sehr schön. So. Ich hoffe, jetzt geht echt das Geld so bing, bing, bing am Machen gleich. Aber jetzt noch nicht teure Produkte haben. Alter, 2 Lizenzen haben wir heute einfach klar gemacht. Ja, da war schon auch nicht dabei. Ja, hier von da und hier von da hoffe ich mir, aber hier hat mir noch keiner gekauft. Es hat noch keiner Sushi gekauft oder hiervon. Aber jetzt ist das alles hier Ladenhüter. Na, die kleinen Eier wurden schon gekauft. Das ist das. Haben wir ein Stück oder so. Ah. Okay, das Zeug wird auch gekauft hier. Das ist alles hier zu teuer oder was? Sagt ja keiner irgendwie was zu, ne? Deswegen. Was wirklich zu teuer ist. Jawohl. Sehr schön. Dann kaufen Leute ein bisschen Eier. Sehr schön. Ich warte auf das Sushi, dass das Sushi angenommen wird. Na komm. Oh nein. Das Zeug geht echt gut weg. Was ist es nochmal? Lachs. Oh, Lachs geht gut weg. Lachs. Oh, da wird auch gekauft. Lachs und Thunfisch kann ich schon mal auf jeden Fall auf die Packung. So. Honig tue ich auch einfach schon mal drauf. Vorsichtshalber. Was mit dem Puderzucker? Der wurde noch gar nicht angerührt, okay. Nougat-Creme kann ich auch nochmal drauf schmeißen. So, so, Mehl, Korn rein können theoretisch. Passt aber noch. Hier ist auch alles okay. So, hier. Ist auch alles gut. Das war zu teuer. Ich habe den Stock hier ein bisschen übernommen. Obwohl, das geht preislich, finde ich. Den könnte ich vielleicht günstiger machen. Machen wir 14,50 erstmal. So, und wir haben Sushi. Ja, da machen wir halt. 25,5. Ja, genau. 5, so. Bei dem machen wir dann
26. So, das wurde ja gekauft. Ja. Dann machen wir mal so. Dann können wir hier auch schon wieder nachbauen. Zack, zack. So. Dann besonders 5 zu teuer. Mal 85. Also hier runter kann ich auch nicht gehen. Obwohl auch gekauft wurde, ein bisschen zumindest. Oha! Sushiro hat einfach eine Villa gekauft. Wer war's? Wer ist der Sushi-Junkie? Die hat eins. Das war das große Sushi, ne? Oh, der hier hat. Die hat ordentlich reingehauen im Sushi, ey. Junge, Junge, Junge. So, ich müsste noch was bestellen. Clean passt. Handseife können wir nochmal bestellen. Handseife. Aha. Alter, warum ist das immer, wenn ich jetzt hier weit gehe, dass das immer noch da drin ist? So, clean dich. Dann noch mal den Wenisch da. Waschmittel ist okay. Brauche ich noch was? Oh ne, habe ich schon genug. Ja. Laufen. Ah! Kurz vor Ladenschluss. So. Oh, war doch noch mehr da als erwartet. Upsi. Na, ich bleibe zum Platz. Alles gut. So. Doch nicht so oft gekauft, Steak. Schon. Alle Seife. Ist auch noch gegangen jetzt, okay. Ich muss da gleich noch das kleine Sushi mal bestellen. Perfekt gepasst. So, der Thunfisch bin. Ja, aber auch nicht so gut. Ich auch mal, ich mach mal so. Ich muss einen Überblick haben, was was war. So, Honig. So, zack. Ist nur gerade einmal. Ja, passt. Und dann den Lachs hier nochmal. Der war irgendwie überraschend beliebt. Muss ich sagen. So, Milch nochmal auffüllen. Ja, Milch brauchen wir einmal. Kleines Sushi. So, Sushi klein. Milch, 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 Milch. Da ging auch ganz gut. Aber ich habe heute echt nicht so viel Umsatz gemacht. Ich bin echt mal gespannt, was da so kommt gleich. Finde ich echt ein bisschen schade. Ich habe jetzt so viel Geld reingebuttert. Das muss ich auch irgendwie, muss ich schon wieder ausgeglichen kriegen, ne?
Und so war's das. Jetzt gehen wir pleite. Das wollen wir natürlich nicht. Naja, können wir nochmal bestellen. Die großen. Die kleinen glaube ich auch, ne? Ja, die kleinen können wir auch einmal bestellen. So. Fruchtzwerge wurden gar nicht gekauft. Was? Nehmen wir es einfach mal Fruchtzwerge. Hier wurde auch nichts von gekauft. Und so. Kleines bisschen Orangensaft hier, ey. Was hat ich gesagt? Kleine Eier. Bestimmt, waren sie denn da? Gut, so zum Puderzucker, das ist okay, das ist okay. Milch. Milch, rote Nudels. Milch. Rote Nudels. Spaghetti sind okay. Ist auch okay, würde ich sagen. Salz ist okay. Blaues Mehl zweimal. Das ging heute gut. Okay. Das rote Mehl nochmal. So, rote Mehl ist auch teurer geworden angeblich. Basmati-Reis noch, ja. Der letzte Platz geht an den Basmati-Reis. Und dafür will ich bestellen. Dann machen wir es morgen. Dann ist zu teuer. 41 Kunden hat ich gehabt. 3.183 Einkommen. 6.674 Minus aufgemacht. Eieiei. Na ja, gut, Bestellkosten allein über 5.000 gehabt, ne? Gut, auf den nächsten Tag. Müsli, Thunfisch und Milch. Fisch machen wir ab. 20 Müsli. Was Müsli? Ja. 7. Und was andere? Öl oder was? Milch. 3. Jetzt sage ich schon 3,50. Also kann man bestellen direkt. Kaufen, jawohl. So, Bank, meine Karten abbezahlen. Meine Kosten hier bezahlen. Junge, Junge, Junge. Muss man langsam wieder Kohle reinkommen hier. Sonst wird happig. So, ist leer. Ist leer. Perfekt gepasst, so kleiner Eier. Da gehen nur zwei rein, okay. Interessant. So, das gute Mehl. Gute Mehl ist voll. Jetzt mal dahin. So, Nüdelchen. Perfekt gepasst. So, die großen Eier. Okay. So. Mr. Westman, hi. So. Milch. Die war auch leer. Zack. Oh, nochmal blaues Mehl. So. Aber da, das kleine Schiene. Das kann ich nochmal auffüllen. Ach, das war noch leer gewesen. Zieh mal einen an. Gut, Parmesan habe ich nicht gekauft. Ne? So.
Amazon. Nur noch nachkaufen. Bleichmittel. Süßis. Wir machen das mal hier. Schoki. Ich alles an Süßi kann ich auch mal bestellen. Bleichmittel hatte ich gesagt gehabt. Schoki. Kuchen, Süßis, Kuchen. So, hier ist okay, würde ich sagen. Spaghetti haben wir noch. Hier ist okay, hier ist alles okay. So, ja, und dann halt eben noch Klopapier 1. 2, würde ich sagen, 2 Klopapier noch. Ach so, gar nicht mal ganz unten. Und was schon was gesagt gehabt? Hab's wieder vergessen, dann war glaube ich sonst alles okay, ne? Sonst war eigentlich alles okay, wohl. Na, die Crunchies könnte ich bestimmt, die anderen Crunchies noch. Hab ich dafür genug Platz? Ja. Stellen wir beide nochmal. Wenn ich das mir noch leisten kann. Nee, kann ich mir nicht mehr leisten. Ja, da müssen die halt raus. Zack. Da machen wir schon mal Laden auf. So. Fleischmittel. Dann müssen wir es auch da reinstellen. So, noch mehr Klopapier. Habe ich gar keinen Platz. Aber doch da. Und da. So, was haben wir hier noch? Die Crunchies. Und heute laden. So. Süßis. Schon noch Platz da. So, und dann haben wir noch Parmesan. War schon mal weg. Einen und der Baumkuchen. So, passt. So, gut. Dann müssen wir mal was weiter so einen Umsatz machen. So, gucken wir mal, was die Leute so sagen. Ich hoffe, nicht mögen sie es. Piep. Piep. So, jetzt müssen wir mal wieder sparen. Jetzt mal Kredite abbezahlen und so wieder. So, das Beispiel 2000, 5000, um den Kredit abzulösen. Vorzeitig. Langsam kommen diese Schmecker hier hin an, glaube ich. Ja. Das ist für mich zu teuer. Okay, machen wir 16,50. Das machen wir 350 und 13,50. So. Jetzt die Leute das vielleicht doch mehr leisten. So, hier war. Hier gehe ich auch nochmal runter. Auf 14,30. Und hier gehen wir auf Bambo 4. Und das Ding. 10,50. So.
Ich muss jetzt eh nichts mehr eingeben, von daher kann ich Spaß machen, wie ich will. Oh. So. Klingt ja schon wieder so viel. So, das war schon mal sortieren. Wenn ich wüsste, welcher Karton dafür war. Nicht dasselbe wie der? Ne, das sind das tatsächlich. Das ist nur die Frage, ne? Was ist der richtige Karton dafür? Der hier? Scheinbar. Genau, kindisch. Na. Ja, aber ich mache mein Lager hier auch bald weiter, ne? Mit noch mehr Zutaten und so. Uff. Und vielleicht schon ein paar Regalen. Einfach so offen für alle Kunden, so, hier, ich bin nur so stark verschuldet, bitte. Bitte gib mir Geld. So, haben wir denn noch alles da? Und Mehl? Das rote Mehl, rote Mehl, rote Mehl. Haben wir hier noch was? Ne, rote Mehl. Rote Mehl. Die Einkaufsliste. Noch ist alles gut. So, rote Mehl. Mehl passt noch. Ich muss echt mal so, echt so ein festes Ding haben für mein Klopapier, ne? So, sonst sieht hier alles gut aus. Oh, Säfte gehen gerade gut weg. Muss nicht, welcher Saft du bist. Orangensaft. Orangensaft müssen wir nochmal nachbestellen. Orangensaft. Apfelsaft. Wir gehen heute gut weg. So. Wahrscheinlich noch was im Lager von den Säften. Orangensaft könnte ich noch bestehen auch im Lager. So. Milch, Milch, Milch. Milch, Milch haben Joghurt. Naja, das geht aber besser. Käse. Ein bisschen zumindest. So, und Käse kann ich noch bestellen als Reserve. So. Zack, ein Wasser brauche ich. Hier noch ein Wasser. Ein Wasser. Maschinen. Bohnen. Zu teuer. Ich doch. Vor allem wirft die einfach alles um. Schweine. Oder so, oder? Die rote Kuh hat das grüne Soda. Jetzt schon zu, okay. Wird hier noch einmal stibitzt, da wird noch einmal stibitzt und noch ein paar Joghurt. Ein Joghurt habe ich jetzt noch. Was ist auch noch da dran?
Wieso hätte ich sonst noch was genommen? Ja, was muss ich bestellen? Und Säfte auch. Crunchy-Dinger kann ich bestellen. Jetzt muss den Schoko und das grüne Ding. Das ist mal so, zack, und dann das grüne. So. Ich wollte gerade schon beenden. Ist einfach noch eine Kundin. Und ich kann auch nochmal Sushi machen. Ja, es müssen. Was machen wir hier? Oh, hier so nimmt er. Naja. Einfach noch ein großes Sushi. Ein Parmesan. Wollen wir auch noch? Hey. Jetzt kommen, haben sie jetzt schon gesprochen, dass die neuen Produkte da sind oder was? Und ist es auch schon leer? Sehr schön. Leere Kisten gefallen mir. Naja. Nicht alles ist immer leer, ne? Schon wieder leer. Junge, 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 Junge. Zack, zack. Man hat es gar nicht schließen. Zack. 9 von Produkte zu teuer. 42 Kunden, einer ist mehr gekommen. Okay. Wir haben 100 Dollar mehr gemacht, ungefähr Umsatz. Kuchen und was gemacht hier raus? Okay. Nehmen wir für 60. Das Material ist günstiger geworden. Wir haben auch noch 7 Dollar. So. Gut, dann stellen wir mal. Zack und zack. Zack und zack. So. So. Käse. Okay. Ach so, ich hab den, glaube ich, ach so. Als Reserve habe ich den, glaube ich, bestellt gehabt, ne? Hierfür. Hatte ich ihn bestellt gehabt. Ich glaube, das so oder auch, ne? So. Orangensaft aber leer. Das weiß ich noch. Das ist jetzt mal wieder was. Wie, so, Mortar, auch leer. So. Cola, 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 Cola. Voll, dann ist die Lager. So. Mehl, 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 Mehl. Sehr schön. Apple Juice, Apple Juice, Apple, Apple, Apple Juice. Und das muss auch Apple Juice sein. Weißt du, Orangensaft. Apple Juice hatte ich schon. So. Dann so. Gut, so, da haben wir genug. Davon haben wir genug. Das ist alles okay. Das Öl, Olivenöl. Kaffee einmal, Tee einmal. So, Kaffee einmal, Tee einmal. So, das haben wir genug, das haben wir genug Salz auf jeden Fall noch. Salz.
Ein Petit. Zoll, 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 wo bist du? Da und einmal den. So, das haben wir noch. Fleischmittel, können wir noch mal. Honig. Fleischmittel, Honig. Den Dings der Bumster, den Nussmuggler, du bist Petit. Na? Den neuen Zucker. Neuen Zucker und Milch. Oh. So und so. Kaufen. So, dann der neue Zucker. Milch hatte ich jetzt schon, ne? Ja. Honig hatte ich glaube ich auch schon, ne? Der Glasreiniger noch. So. Dann das große Sushi. Und die. Was ist noch voll? Große Sushi. Und dann die anderen beiden da neuen. Sushi Groß. Dann das einmal. Dann lassen wir nochmal mit. Jakobsmuscheln auch. Und dann bestellen wir nochmal Klopapier. Alter, $700 einfach. Bumm. So, ich mache jetzt einfach hier. Und da. Das sind jetzt meine Klopapier-Dinger. Ich hab da noch hier. Habt ihr den in den Schrein? So. So, jetzt haben wir da zwei rein. So. Dann machen wir hier noch. Voll. Und da noch so. Lachs, Lachs, Lachs. So, zack, zack, zack. Sehr schön. Lancieren ist Lebenseinstellung. Zack, zack, so. Perfekt gepasst. Ich habe jetzt auch nicht nach der geguckt, hab, muss ich gestehen. So, 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 so. Da noch ein bisschen so, so hin. So. Mal schauen, ich bin schon ganz weg, ja. Leider nicht. So, Spaghettis. Ist leer, ist leer. So, dann noch die komische Lasagne. So. T-T-T. T. Toilettenpapier, hey. Ja. Jetzt platze ich jetzt auf erstmal da hin. Honig. Mach ich nochmal Platz da. Ja. So, die Wände kann ich noch umräumen. So. Nochmal der Platz geschaffen. Große Sushi. Was haben wir hier? Den Reiniger. So. Hab ich hier gerade Platz geschaffen gehabt.
Ein bisschen Sugar noch hier. So, hab ich noch mal Platz? Da. Mach rein. Sehr schön, so. Dann den hier noch. Ne, ich glaube, für den habe ich keinen Platz mehr, oder? Ne. Für den gibt es leider auch keinen Platz gerade. Kaffee. Das muss auch nochmal. Ne. Oh. Salz. Ach, ein Schläger macht nass. Dann brauchst du nochmal Kaffee. Wie fehlt noch? Brot haben wir noch genug, das haben wir noch alles genug. Ja, Kaffee, dann könnte ich halt fürs Lager noch was kaufen, ne? Was haben wir denn noch nicht hier? Immer immer noch ein Wasser, so da unten, dann haben wir da drüber die Säfte, passt. Dann haben wir da das, dann haben wir den Käse und Milch, passt auch. Jetzt haben wir nur die beiden Colas. Nehmen wir aber auch schon hier, ne? Ja. Ah ja, ja, wie schön. Ne, einer haben wir noch nicht. So, Kaffee. Einmal noch. Kaffee, 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 Kaffee. Und dann. Und stimmt ja. Wenn die Nierchen spinnt. Dann brauche ich die 6 auch nochmal als Reserve. Wenn ich sie finde, da. So, dann rüsten wir mal einfach alles einmal, ne? 82, 72, Alter. Was ist alles denn so teuer? 134. 170. Tschüss. Ich wollte einfach nur ein bisschen mein Lager auffüllen. Ich würde nicht arm werden. Wie viel Geld ich dann einfach im Lager liegen hätte. Zarella, den nochmal. Den. Ja, komm, passt. Ups. Junge, Junge, Junge. Darf nur mein Lager ein bisschen auffüllen. Auf jeden Fall der Fülle. Was ist denn? Und dann kommt das Spiel mir so an. Uff, uff, uff. Und der Kaffee. So, den kann ich ja nicht mal übernehmen. Ach doch, hier. Boah, ist auch schon voll. Ups. Ich will gar keinen Kaffee kaufen, brauchen. Ups. So, müssen wir ein bisschen Geld einnehmen, ne? Aber Rechnungen sind ja bezahlt. Alter. Hier ist bezahlt. Hier ist bezahlt. So, vielleicht können wir hier heute sogar einen abbezahlen. Komplett. Sollte man eigentlich können. So, was die Leute so was ausgeben. Jede Menge Klopapier und alles ist da. Hey, geil, kaufen beim Bier. Warum kommst du nicht her? Oh, er kommt hier, Rüdiger. Komm, Rüdiger, sei mein erster Kunde heute. Ich gehe richtig einkaufen. Um 3000 Dollar Minimum. Ich bin High-Class am Markt. Ist ja aber klar. Boah, allein die hier. Ich habe einfach 5 neue Geräte kaufen müssen. Da habe ich mir zum Glück die Regale schon mal als Reserve geholt gehabt. Ey. Uff, 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 uff. Hier lagert es auch langsam alles. Klopapier geht schon gut ab. Zuck. Möchte jemand nicht noch Klopapier kaufen? Hallo, Klopapier? Müsst ihr bestimmt kacken.